So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Far Cry 3. Ja. Ja, hatet mich nicht, please. Aber ich weiß, ja, ja, ja. Ich war so klug. Ach komm, nö, nö, ach, ach, nö. Oh Gott, ich krieg schon noch voll den... Was wisst ihr, wir gehen Hallo? Jetzt... Jason, ich hab oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? War's, hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Gott, du Armer. Ja gut, das ist wirklich... Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Vaas. Aua. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Ja, ja, aber eine andere. So, Alter, her. Gib mit mir. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra. Oh. Du bist Schön. Bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Oh, oh. Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Was ist das? Was ist das? Wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Aua. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Also gut. Citras Tempel. Citras Tempel ist sowohl ein Ort der Anbetung als auch die wichtigste Festung der Rakyat. Ich war nie drin, aber es scheint eine der ältesten Strukturen auf Rogue Island zu sein. Eine Legende erzählt von der großen Kraft, die er den Rakyat-Kriegern vorleihen soll. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich ist das eine der wenigen Legenden, die ich tatsächlich glaube. Okay. Wo bin ich da nur reingeraten? Ja, das sagst du zum dritten Mal. Aber ist immer noch wurscht. Ist immer noch dasselbe. Hey, wow, wo kommt der denn her? Schön sichtbar. Was? Keine Bewegung, okay? Dennis! Wer ist das neben dir? Ein junger Krieger, oh. Der Citra vorgeführt werden soll. Ich zeig mein fettes Tattoo. Au, oh, eine sprechende Tür. Die leben aber ziemlich modern. Die leben ziemlich modern. Hier drüben, Schritt halt, ne? Oh, dum, dum, dum. Ja, los, lauf. Komm, ey. Lauf ich schneller als du. Was? Wow. Ja, gut, ich geh mal hier weiter, ne? Hier drüben. Oh, oh. Dennis, du hast einen Außenkörper hergebracht? Dieser hier wird nicht versagen. Ich bin... Barhanti. Was zum... ist das die Citra? Alias Citroën? Zeig mir deinen Arm. Das ist Jason, der, von dem ich erzähle. Ja, was denn? Ja, ich weiß. Lehrt man euch in Amerika ohne Erlaubnis zu sprechen? Nein, das habe ich aus Frankreich. Oh, gut gekonnt, gut gekonnt. Bauer. Bolla, bolla, mala, bolla, bolla. Krass, grüß dich. Sehr tapfer, dem Tod ins Gesicht zu lachen. Gute Arbeit. Wow. Du kriegst sie zurück, wenn ich sie rausgeschnitten habe. Was? Zum Teufel? Ich dachte, du hast Humor. Alter, die Frau ist ja mal übel krank, oder? Nur wenige Außenseiter sahen diesen Tempel. Die inneren Höfe noch viel weniger. Tja, bin ich wohl was Besonderes, ha? Warum bist du hier? Weiß nicht, warum. Ich brauche die Kraft, um Vaas zu besiegen. Ach ja, genau deswegen. Meine Freunde zu retten. Ist das alles? Ja. Meine Armee werde ich nicht für dich schicken. Oh. Du bist ein Lamm. Ein Lamm. Keiner von uns. Dann werde ich eben ein Krieger. Sehr lustig. Bitte geh. Boah. Er hat meinen Bruder. Dum, 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 dum. Und das ist die unglaubliche Wendung, die alles... Was? Und ich werde alles tun, um ihn zu retten. Tja. Und jetzt sagst du ja, oder was? Bring mir, was verloren ist. Dann reden wir. Hä? Und was ist das für ein Gebräu? Wow. Wow. Ja. Citra sieht das Feuer in dir. Oh, du auch. Bring mir, was verloren ist. Ah. Trink. Und du findest die Antwort. Ach Gott. Ist das Zeug gefährlich? Also entweder kommt jetzt wieder der größte LSD-Trip. Hier spricht die Furcht. Oder ich werde irgendwie so ein Hulk. Willst du die Kraft, deine Freunde zu retten? Ja, ja, Mann. Dann trink. Alles klar, ne? Bin mal gespannt. Ja, gut. War klar, dass wieder ein LSD-Trip kommt. Wir bringen unser Leben mit Zurückhaltung.
Stell dir vor, wie leicht es wäre, sich einfach alles nehmen zu können. Oh oh. Ich befürchte Schlimmes. Pass deine Waffen in Shops an. Mit verschiedenen Lackierungen, indem du die Option anpassen wählst. Oh yeah. Wow! Heilige, ist das geil! Boah, das sieht aber cool aus! Was? Was? Oliver? Keith? Das sind ja... Riley? Oh mein Gott! Und es leckt wie... Warum leckt es so hart? Hä? Aha. Okay. Wo bin ich? Oh. Was zum Teufel? Was? Ich kann immer noch... Das ist wirklich, das ist... Ich finde es so cool. Wie immer alles wächst. Das finde ich so geil. Das ist echt, das ist ein genialer... Es ist unglaublich unlogisch. Naja, wobei, ich weiß nicht, ich habe nie Drogen genommen. Aber diese Idee, das ist voll lustig. Ich finde das richtig, das ist echt, auf sowas muss man erstmal kommen. Ah, das ist so geil. Oh je. Yeah. Oh, was ist das denn? Achso, Müllsäcke, natürlich. Oh oh. Ich bin unter Wasser. Alter. Okay, das ist... Ich nehme dich blutig, wenn du willst. Ich mag rohes Fleisch. Was zum... Das ist so ein krankes Vorspiel. Was? Okay. Das ist ja unglaublich abgefahren. Alter. Was zum Teufel? Das war ich gerade, ne? Wenn du für mich arbeiten willst, Alter, musst du meine Regeln befolgen. Und was ist das, bitteschön? Ey, das Spiel, also... Warum muss eigentlich in der heutigen Zeit jedes Spiel so kranke Elemente haben? Grey, Amnesia, jetzt hier das... Ey, ganz ehrlich. Ich meine, das ist echt, das ist unglaublich geil. Und überall diese Fische. Wieso habe ich keine Angel dabei? Wieso ertrinke ich eigentlich nicht? Ach ja, natürlich. Ist alles ein Traum. Haha. Alter. Was ist das denn für ein geiles Teil? Oh, ich kann mir vorstellen, dass das einfach mal so ein Ultra klingt. Oh, oh. Oh, das ist nicht gut. Oder ist es gut? Aua. Das hat weh, du, wahrscheinlich. Naja, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich jetzt im echten Leben hingefallen, deswegen, ne? Der Revolver hält Takedown, ermöglicht dir, die Pistole deines Gegners zu nehmen und gezielt andere Gegner mit zu töten. Wow. Das ist ja cool. Das ist cool. Oh. Ist das jetzt... Ich sah meinen Freund. Oha. Und dann mein kleinen Bruder. Was macht der denn da? Dann folgte ich einem Mann mit weißem Anzug. Oha. Da war eine... Was macht der da? Hüttensiedlung. Pierst du mich? Eine Bar. Naja, Dunkel, genau. Die Bar. Und... Das war eine Bar? Und ein alter Dolch? Alter. Alter Dolch mit verzierter Klinge. Woher weiß der denn das? Du sprichst im Schlaf. Oh. Ach so. Es gibt eine Hüttensiedlung. Östlich. Ah. Im Piratengebiet. Und da gibt es wahrscheinlich auch so eine Klinge. Okay, dann gehe ich dahin. Oh, aber die Siedlung ist groß. Ah. Wie willst du da einen Dolch finden? Keine Ahnung. Einfach. Beginnen wir mit dem Mann in Weiß. Ja. Bin ich jetzt heilig? Bin ich jetzt würdig? Oder was ist jetzt los?
Keine Ahnung, oder? Interessiert mich eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes. Das geht mir nichts an. Ich brenne. Okay. So. Oh, einer von uns. Die Schattenseite der Stadt. Boom. Hey. Wo muss ich jetzt hin? Wo sind... Ach, Leu... Alter. Also ich könnte... Das könnte ich einnehmen, was auch immer. Eine verschollene Expedition. Was ist denn bitte schon eine verschollene Expedition? Kann man das mal sagen? Was soll das sein? Was ist eine verschollene Expedition? Was ist denn das? Eine verschollene Expedition. Okay, wie gesagt, nächste Folge. Da brettern wir darüber zur Hybris-Farm. Dann gehen wir zur verschollenen Ding. Und dann Funkturm und noch ein Hubert-Shore-Kraftwerk. Eine Cradle-Tankstelle. Aber eigentlich interessiert es uns nicht. Eigentlich sollten wir da hoch lieber. Habe ich ihn. Ach, keine Ahnung. Ey, ich weiß es doch selber nicht. Ja, oder wir sollten hier das nehmen und dann hier rüber Preschner. Ich glaube, das ist eher wichtiger. Ja, ja, genau. Deswegen gehen wir jetzt zum Rosthof. Oder war das ein Rohosthof oder ein. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Schauen wir einfach mal. Ist ja wurscht. Ja, wir machen jetzt auf jeden Fall eine Pause. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video bei Far Cry 3 mit mir dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute, naja, für morgen, haha, nein, für heute, auf Wiedersehen. Tschüssi!